Schanzer Stadtgeschichte, die Legende von der Schwarzen Brück. In Ingolstadt gibt es viele Brücken, darunter 7, die über die Donau führen. Eine der gefürchtetsten war früher die sogenannte Schwarze Brück, nahe der MTV-Tennisanlage. Unter ihr fließt die Ludel, der alte nördliche Arm der Donau. Es wurde behauptet, dass man auf der Schwarzen Brück um Mitternacht den Teufel beschwören und erscheinen lassen könne. Ein Mann soll einmal in einer Wirtschaft geprahlt und gewettet haben, dass er sich um Mitternacht auf die Schwarze Brück traut. Am nächsten Tag wurde er dort tot aufgefunden. Gleich neben der Brücke wurde ihm ein Marterl gesetzt. Kennt ihr die Schwarze Brück? Habt ihr dort schon mal etwas Merkwürdiges erlebt? Teilt eure Erfahrungen gerne in den Kommentaren mit uns.